Leider gibt es noch keine Neuigkeiten zu Pikmin 4. Wird die Echtzeitstrategie für Nintendos 4K-Konsole im Jahr 2021 aufgehoben? Tja, all das bleibt Spekulation. Aber falls ihr die kleinen Wichtelwesen noch nicht kennt oder sie wiedersehen wollt, bietet sich der Vorgänger an. Der erschien 2013 auf Wii U und ist jetzt mit einigen Zusätzen als Pikmin 3 Deluxe für Switch erhältlich. Zwischen Pusteblumen und Pilzen marschieren knapp 100 kunterbunte Wichtel hinter Anführern in dicken Raumanzügen. Sie sehen nicht nur aus wie Ameisen mit Blumen auf dem Kopf, sie verhalten sich auch soldatisch. Auf einen Pfiff sammeln sie sich, auf einen Druck weichen sie aus, auf einen Befehl greifen sie an. Wer das erste Mal Pikmin 3 spielt, kommt sich vor wie in der Zeichentrickserie Biene Maya. Hier wird der Garten zum Abenteuerspielplatz für kleine Helden. Nintendo inszeniert den floralen Mikrokosmos mit so viel Hingabe, dass eine alte Dose zwischen Ringelblumen fast wie ein gemaltes Stillleben anmutet. Während man seine Schützlinge durch schummrige Höhlen oder über glitzernde Schneewiesen führt, staunt man immer wieder über die facettenreiche Pflanzenwelt. Aber die malerische Idylle trügt, es gibt auch Monster. Hier kommen die einheimischen Pikmin ins Spiel, die tapfer all das gefundene Obst zur Basis tragen, während um sie herum kleine und große Monster lauern, die plötzlich aus dem Boden brechen oder wie Spinnen auf den richtigen Moment warten. Vor allem in den überaus knackigen Bosskämpfen gilt es meist in mehreren Phasen Schwachpunkte zu finden und diese mit den richtigen Pikmin zu attackieren. Während die von Beginn an verfügbaren roten, universell gute Kämpfer sowie immun gegen Feuer sind, muss man clever zwischen den anderen wechseln. Nur die harten Schwarzen brechen Glas, Panzer und ignorieren Stampfangriffe, nur die Gelben lassen sich sehr hochwerfen und halten Stromschläge aus, nur die Blauen können tauchen und unter Wasser attackieren, nur die Pinken fliegen und sind in der Luft besonders schlagfertig. Genauso wichtig wie der Kampf sind die Sonderfähigkeiten der Pikmin, die man wie Pioniere einsetzen muss, um Wege zu ebnen oder Brücken zu schlagen. Gelbe können nicht nur Strombarrieren aufbrechen, sondern auch zerstörte Kabelverbindungen reparieren, um Lampen zu entzünden, die wiederum Feinde blenden oder überhaupt sichtbar machen. Manche Hindernisse lassen sich wiederum nur mit Bomben überwinden, die man aus Erdlöchern buddeln kann. Die Herausforderung besteht darin, alles innerhalb des Zeitlimits eines Tages zu erledigen. Bevor die Nacht einbricht, muss man seine Pikmin also in die Sicherheit der Basis bringen, sonst werden sie gefressen. Dabei gilt's, je mehr Pikmin das Obst tragen, desto schneller kommen sie zu Hause an. Richtig motivierend für Routenplaner wird es, wenn sich die Probleme aneinanderreihen. Da hinten fehlt eine Brücke. Man könnte aber auch über eine Seerose übersetzen, doch am Ufer blockiert wiederum eine Strombarriere den Weg. Und dahinter müsste man durch einen Tümpel warten, um die dahinter in einem Kristall verschlossene Erdbeere zu bergen. Hier sollte man dann in aller Ruhe pausieren und die Karte studieren. Zwar verliert sich die Story in einer gewissen Routine, aber dafür ist der Anspruch angenehm fordernd. Neuerdings lässt sich die Schwierigkeit aber einstellen und es gibt optionale Tipps. Aber auch wenn Nintendo die Zielerfassung verbessert hat, gibt es immer noch nervige Automatismen nach einem Bau und die Wegfindung der Wichtel lässt manchmal zu wünschen übrig, sodass unnötiges Babysitting entsteht. Neu für Switch ist übrigens, dass ihr die komplette Kampagne kooperativ im Splitscreen spielen könnt. Außerdem wurden weitere Abenteuer mit Olimar und Louis sowie Hintergründe in der Piklopedia eingebaut. Ansonsten könnt ihr euch aber auch in den lustigen Bingo-Duellen bekämpfen und Obst stibitzen. Pikmin 3 Deluxe wirkt mit seinem zauberhaften Mikrokosmos auch als Umsetzung für Switch wie eine kreative Vitaminspritze. Zwar sind Steuerung und Wegfindung trotz einiger Verbesserungen hinsichtlich der Zielerfassung manchmal tückisch, aber nach einiger Übung entsteht ein toller Spielfluss in einer charmant inszenierten Spielwelt. Man muss taktisch clever zwischen den 5 Pikmin wechseln und sie wie Pioniere einsetzen, um Brücken zu schlagen oder Transportwege freizumachen. So ergeben sich interessante Rätselsituationen, aber auch knackige Bosskämpfe. Jörg hat sich direkt in den neuen, höchsten Schwierigkeitsgrad gestürzt, den er allen Kennern des Vorgängers empfehlen würde. Einsteiger profitieren auf Switch übrigens von optionalen Tipps. Zwar plätschert die Story etwas lange nur vor sich hin, aber jetzt könnt ihr die Kampagne mit einigen Zusätzen auch komplett kooperativ erleben. Das ist also sehr gute Unterhaltung für Taktiker. Trotzdem wünschen wir uns jetzt endlich die Bestätigung, dass Pikmin 4 nächstes Jahr erscheint,